Ja, hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer brandneuen Folge hier in Let's Play OMSI 2, der Omnibus Simulator. Ja, wir befinden uns heute wieder auf der Karte Oberstedt V2 und fahren heute die Linie 539 von Neuland Bahnhof nach Boltenhagen Fähre mit einem wunderschönen MAN UL. 272 Automatikgetriebe Doppeltür, ja, und natürlich ZF-Getriebe. Und ja, das Ganze beim Betrieb heute mal ein OVMD. Und ja, bevor wir hier mit der Folge richtig beginnen, möchte ich mich nochmal für die letzte Folge entschuldigen. Denn da war leider mein Kommentar viel zu leise gewesen. Das hat leider den Grund, Windows hatte meine Einstellungen, ja, zurückgesetzt. Ja, also Pegel ging nach unten und nicht nach oben. Und deswegen konnte man mich an einigen Stellen nicht so gut verstehen. Und das war dann halt sehr unsympathisch. Da wollte ich mich nochmal entschuldigen, dass man an einigen Stellen wahrscheinlich nicht so viel mitbekommen hat, was ich gelabert habe. Ja. Ist halt doof, ist halt Windows. Aber da denkt man, das läuft richtig, aber ja, war doch nicht der Fall und es war echt unsympathisch. Also an Windows definitiv hier, ne? Das gibt eine Anzeige. Aber sowas von. So. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir in unseren Bus rein und rüsten unser Fahrzeug auf. Geben unsere Linie an 539.00 und Fahrt müsste 02 sein nach Boltenhagen. T-Shirt MT. Komm. Ja, ich muss den Bus reinstallieren, merke ich gerade. Das ist auch ganz nice, ne? Irgendwas ist mit dem UL hier nicht in Ordnung. Muss ich mich mal drum kümmern. So eine Kacke, ey. Irgendwas hat sich da zerfetzt mit dem Bus. Keine Ahnung warum, aber irgendwie will er nicht mehr schildern. Das ist ganz toll. Och nee. Och nee. Och. Nee. Das gibt's doch nicht. Naja, egal. Dann halt ohne Zielschild, aber die rote Schrift funktioniert wenigstens. Das ist immerhin, ja, sympathisch, ne? Aber trotzdem ein bisschen doof, ne? Muss ich mich mal drum kümmern. So, wir machen mal... Die Heizung brauchen wir eigentlich gar nicht, weil es sind 20 Grad draußen. Mach sie Dachluken auf und dann... Fertig mit der Olga hier. Hier wird nichts weiter gemacht. Es ist warm draußen. So. Gut, dann müssen wir noch die Zeit vorspulen. Abfahrt ist um 55, machen wir 54 draus. Möchte jemand mit? Jo. Die Tante will da mit. Kommen rein, können wir rausgucken. Ne? Moin, moin. Moin, moin. Irmchen will auch mit. Eine 9 Uhr Tageskarte, bitte. Oh. Drucken. 3,70 €. Das ist ein falscher Fahrer. Ja, ist doch gut, alte das Oma. Ich hab hier 9 Tag. Ist doch Tageskarte oder nicht? Einfache Gesamtversion? Ach du Scheiße. Ja, gut. Ja. Ist egal. Ja, ist egal. Zumal guckt doch eh gar keiner hin, was derjenige für einen Fahrschein aus sich gekriegt hat, oder? Also von daher, naja, egal. Lass mal die alte Oma meckern. Naja. So, dann würde ich sagen, haben wir jetzt Abfahrt und ich hoffe, dass man mich wirklich gut verstehen kann heute. Wäre echt ätzend, wenn nicht. Ich werde mal im Laufe der Zeit mal den MAN hier wieder reparieren. Kann doch nicht sein, dass er hier nicht funktioniert.
Nächster Halt ist Neuland, Erzberger Straße. Auch gut, dass es vor Feedback hier nicht funktioniert. Ja. Finde ich auch ganz toll. Oh nee. Was ist das denn für ein Baustellenschild? Oh nee. Hier hat sich irgendein scheiß Addern reingeschlichen, wo ein Baustellenschild anders aussieht. Das darf doch wohl nicht wahr sein, ey. Naja, egal. Werden wir noch alles umändern, dass es wieder sympathisch aussieht. So. Hallöchen, guten Morgen. Tag. Nächster Halt ist Haltern. Haltern. Grün. Sehr schön. Läuft, grüne Welle hier, wa? Merke ich gerade. Das ist wirklich sehr sympathisch. So, wir dürfen glaube nur 60, ne? 160, ne? Ich glaube ja. Na gut. Da oben steht ein Zug. Steht einfach nur rum. Guten Morgen. Ich glaube, das war ein Flirt. So. Kraftfahrstraße. Wir dürfen nur 60. Why? Ja, Oberstedt V2, ebenfalls eine sehr schöne Karte auf jeden Fall, wo auch die Performance top ist. Hier haben wir übrigens auch die ganzen verschiedensten KI-Fahrzeuge drin, hier ballert, ja. Bisschen mehr Vielfalt hier ist. Übrigens klasse. Das ärgert mich irgendwie. Interessant, dass es hier überhaupt nicht dunkel wird, ne? Aber egal. Mich ärgert es irgendwie, dass mein Element kaputt ist. Weißt du? Also, dass er hier noch schöner kann und so. Und dieses Baustellenschild da, da muss ich auch mal nach was, was nachchecken. Ich weiß nicht, ob es an der Karte Gemeindewegen lag. Keine Ahnung. Übrigens gemeine Wegen, ne? Kann ich euch echt nicht. Kann ich euch nicht empfehlen. Sieht zwar geil aus, ja, aber hat soll ich nicht runter, ey. Das ist so kompliziert, die Karte überhaupt zum Laufen zu kriegen. Und die AI, die ist ja. Oh Gott. Die ist noch nicht mal. Ist so fehlerhaft. Um Gottes Willen. Naja. Oh, es läuft flüssig, also richtig flüssig hier. Das ist super. Das
10.60 Uhr dürfen, das ist ja... Ne? So, ich hoffe, ich übersteuere heute nicht etwas. Ich habe den Pegel extra ein bisschen höher gestellt als sonst. Venus hat zwar zurückgesetzt, aber ich habe diesmal ein bisschen höher gesetzt. Damit auch wirklich alles ankommt bei mir. Was ich da labere. Und ja. Ne? Hoffen wir mal, dass es eine sympathische Folge wird hier. Eine sympathische Folge, der war gut, Steven. Und ich so mal wieder eine Folge sympathisch. Nee. So. Trinken. Warte mal. Oha, ein Wohnwagen sogar. Na gut, Ja, moin. Ja. Ne? So, 68, ach komm. Die 60 sind doch schon die ganze Zeit da. Du willst mich doch verarschen, ey. Oh Mann, Mann, Mann. So, wir müssen einmal rechts rum und die Ampel wird in diesem Moment rot. Das ist auch schön. Haus. Oh meine Güte. Wei, oh wei. Läuft bei denen, ne? Läuft. So. Noch ein ganz altes Verkehrsschild hier mit 70 km/h daneben. Ja. Ne, ich werde mal nach der Folge mal nachgucken. Dass ich meine Standardverkehrszeichen wieder rinkriege. Weil dieses Baustellenschild hat mich etwas getriggert. Licht brauchen sie nicht, ist hell genug. Von daher. Okay, ich fährt hier auch ohne Licht rum, ne? Naja. Ist halt um sie. Ist halt nicht so wie. Ja, im Train-Simulator, wo du so einen Tunnel fährst und es richtig schön dunkel, wo du Licht anmachen musst. Da. Wieso war eigentlich da um 13.05 Uhr? Und die Halter waren wir doch schon, oder? Haben wir schon einen Halter? Egestorf. Nächster Halt ist Geestland. Ah ne, wir sind eins zu weit. Nee, mir fehlt eine Ansage. Nächster Halt. Eggestorf. Deswegen, hier fehlt eine Ansage. Deswegen. Geht überhaupt mit? Geht überhaupt jemand mit? Oder ist das für euch zu doof? Warte mal. Manchmal sind die ja so blöde.
Nicht richtig. Ja, dann kann ich ohne Ständer hier, Leute. Ne? Also, wenn ihr nicht mitmachen wollt, ne? Erzstraße, dann Biggesdorf. Dann kommt Haltern. Nächster Halt ist Haltern. Da hat man wohl, ja, die Ansage vergessen. Na gut. Ist auch nicht tragisch. So, die Leute wollen nicht mit, warum auch immer. Die warten auf einen anderen Bus. Keine Ahnung, auf welchen Bus. Aber sie werden schon einen finden. Whiteberg-Tunnel, 1500 Meter. Dann müssen wir um 3 zu 8 sein, okay. Machen wir locker. Moment. Einen kleinen Augenblick, Moment. So, ja, kurze Unterbrechung. Eieiei. Ich weiß gar nicht, ob man das gehört hat. Hat nämlich geklingelt. Der eine Nachbar kam nämlich gerade vorbei. Und zwei Hausnummern weiter. Wollte sein Paket abholen. Und deswegen gab es jetzt hier mal ganz kurz eine kurze Unterbrechung. Ja. So. Ampel ist grün, das ist sympathisch. Und ich hoffe, man hört jetzt den Lärm nicht, weil die Müllabfuhr gerade angekommen ist draußen. Ist auch schon gerade Fenster zugemacht, damit es nicht zu laut ist. So. Servus. Ah, jetzt weiß ich, was ich eigentlich machen wollte, ne? Ich wollte erstens eigentlich eine Rufdatei einfügen über den Bus. Moin, moin. Und wollte eigentlich allgemein die AI-List umändern. Habe ich bis heute nicht gemacht. Geil. Hatte ich eigentlich vorgehabt. Naja, na gut. Müssen wir auch noch machen. Aber dafür müsste erstmal die Busse laufen, ne? Nächster Halt ist Geestland. Das ist jetzt nur beim MNÜL, dass der irgendwie jetzt nicht schildern will, warum auch immer. Ja, keine Ahnung. Einfach der Bus aber drauf geklatscht und fertig. Gar nicht die Fonts irgendwie im Arsch, keine Ahnung. Oder wir Öhmchen mit, oder? Jo. Wie, du kaufst für den Fahrschein, Öhmchen? Ist was los? Ich will ein Foto machen. Hallo. Hallo. Überhaupt ein roter so vielleicht. Ja, ich weiß, immer diese Fotoshootings hier, ne? Ich weiß. So. Oh,
Aber ein schönes Foto braucht man halt, ne? Hier ist ein Blitzer. Auch schön. Hat man versucht, einen Blitzer nachzubilden. Gut gemacht. Nächster Halt ist Desu. Ich kann mal eigentlich auslassen. Da ist ja kein Tunnel mehr hier. Brauchen wir eigentlich auch nicht fahren, weil die sitzen alle die Fahrgäste. Von daher, wenn wer steht, der hat Pech gehabt. War ich ganz ehrlich. So. Wo haben sie? Was um sie. TNT. Gemacht. Ja. Warum? Kriegen wir hier noch ein schönes Foto hin? Mal kicken. Wollen wir mal kicken, ne? Sieht so behindert aus, dass die Matrix nicht geht, ne? Oh wei, oh wei, oh wei. Ich weiß, was da schon wieder Marsch ist. Können nur die Fonts sein. Nächster Halt ist Höfe. Höfe. Ein kleiner Minidorf hier, wa? Eieiei. So. Sie hat einen Hänger. Interessant, wie der Qualm vom Kamin da oben aussieht, ne? Vom Haus. Oh Gott, nee. Versucht Oms jetzt diesen Qualm nachzuladen, oder was? Oh, ich hasse sowas in Oms, ne? Da kriegst du immer Angst, dass es dann gar nicht läuft. Und die Angst kommt jetzt langsam sogar hoch. Weil es gerade gar nicht läuft. Haben Sie? Wir sind kurz vorm Ziel. Kannst du mir nicht antun. Ich hab dich gemocht. Ja, das ist Omsi, ne? Der schlechteste programmierte Simulator auf Erden. Nee, das kann doch nicht sein. Ja, da hilft jetzt nur noch schnell ein Blick in die Logfile. Homes, sie lädt jetzt eh nicht mehr. Also da kannst du warten, bis du schwarz wirst. Logfile. 300 KB. Ja, fängt schon mal gut an. Na gut, weil ich das so geladen habe. Line.
Safe does not exist? Kann das sein, dass das Harlequin-Pack fehlerhaft ist? Das hatte ich nämlich auch in der letzten Aufnahme gehabt, dass die Sounds nicht existieren. Warte mal. Vehicle? Harlequin. Pack 11? Sound? Elektroantrieb? Ja, ganz geil, Harlequin. Ihr habt da ordentlich Scheiße gebaut, ne? ID4? Tatsache. Warte mal. Sound suchen. Bedline. Oh, nö, findet doch nicht. Egal. Wettlan, mein Gott. Na super. Also, liebes Harlequin-Team, ne? Ihr müsst mal diesen Fehler korrigieren. Ihr könnt da nicht irgendwelche... Das wurde einfach rauskopiert. Könnt ihr nicht irgendwelche Einträge einfach so einfügen? Das funktioniert nicht. Funktioniert nicht, Leute. Das könnt ihr nicht machen. Natürlich weiß ich ja, wie man diesen Fehler jetzt beheben tut. Ne? Man fügt einfach... Moment. Man müsste jetzt einfach nur, nehmen wir mal aus dem Pack 10, Quatsch, nicht 10, ach, hier aus dem KI-Pack Volume 4, Beispiel beim Golf, Sound, Dieselstand, nee, kann auch nicht sein, warte mal, hä? Nein, hier sind die Einträge. Man müsste jetzt quasi Wettline Rollen einfügen, oder? Warte mal, ich bin jetzt gerade auf dem falschen Holzweg hier, ne? Sounds. ID3, Sound, oh, das ist auch bescheuert beschrieben hier, ne? Also, das ist ja echt der Wahnsinn. Dann nehme ich jetzt ja alles zurück, was ich gesagt habe jetzt, ey. Ohne Scheiß. Sounds. Headline. Not exit. Warum? Aber da scheint trotzdem was nicht in Ordnung zu sein. Also da muss Harlequin noch was machen. Weil ich habe das vorhin auch schon gehabt. Das ist nicht so ein Zufallding, das ist... Nee. Da möchte ich noch was machen. Da ist irgendwas nicht in Ordnung, liebes Harlequin-Team. Weil... Nee. Ich lasse mir doch nicht die Logfile voll spammen. Ja, hallo? Das ist für OMSI auch nicht gut. Es sind zwar jetzt nur Warnungen, ja, aber... Aber trotzdem, das zieht auch Performance. Weil irgendeine Scheiße fehlt, dann sagt OMSI sowieso, oh, leck mich, ich sterbe. Ja, also da wäre es schon toll, wenn man da noch was machen könnte. Schick nachher mal die Logfile an, besten mal weiter. So. Übrigens, Absturzursache habe ich ja schon gefunden. Ist es hier. Würde ich jetzt mal sagen.
Cinema Bags Oberpfalz 3D Promenade Haltestelle Holz Passenger.cfg Cold Not Beloaded. Beziehungsweise Understand Passenger CFG Not Beloaded. Oder auch Maibaum. Das ist der Absturzgrund, warum Omsi nicht mehr will gerade, ne? Das ist toll. Bei diesem Maibaum.cso, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich meine, wir hätten dieses Problem auch schon mal gehabt bei so einem Absturz. Aber, ja, ne? Ist doch schön, ne? Das kann doch nicht sein. Ach Leute, Omsi ist doof. Ja, aber wie gesagt, hier das mit den Sound, das muss, da muss Harlequin noch mal ran. Ne, also das geht nicht, ne, also. Da, ist irgendwas nicht in Ordnung, weil. Es schreibt sich doch dumm und dämlich. Die Logfile wird dann größer und Omsi wird noch beschissener. Gut, das sind hier alles Fehlermeldungen. Das liegt daran, weil ich den Bus so ausgewählt hatte, weil ich vorher irgendwie welche Probleme hatte. Aber egal. Ja. Aber keine Sorge, wir werden jetzt bis zur Endhaltestelle weiterfahren. Es gibt nur einen ganz kurzen Cut. Nachher, heute ist wirklich eine sympathische Folge. Sehr sympathisch heute. Ja, hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer brandneuen Folge. Let's Play Omsi 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns heute auf der Karte Oberstedt V2. Ja, richtig gehört, Oberstedt V2 sind wir heute unterwegs mit dem MNÜL 272 Doppeltür Automatik ZF. Und ja, falls ihr euch fragt, ja, was ist denn mit den anderen 31 Minuten passiert? Ach, da ist doch gar nichts passiert, ne? Gar nichts. Ja, ne? Wunderschön. Nee. Wenn mal eine Folge normal sein könnte, ne? Mein Güte, ey. Echt schwer. Ist ja furchtbar. So, ich habe erstmal die Logfile weitergeschickt an einen guten Kumpel. Der hat ein bisschen mehr Kontakt zu Harlequin. Und, ja. Ist natürlich doof. Nächster Halt ist Höfe. Oh, Momsi. Danke. Das ist natürlich doof, aber man muss auch sagen, der Absturz lag jetzt nicht durch dieses Harlequin KI-Pack. Es lag jetzt wirklich halt wegen diesem komischen Maibaum da, der jetzt in Omsi den Rest gegeben hat. Ja. Da sehen wir übrigens auch im Navi, wo wir abgestürzt sind. Da werden wir gleich auch nochmal einen Nachladeruckler haben. Oh nee. Ich verstehe manchmal Omsi überhaupt nicht, ne? Also das ist wirklich so eine schöne Karte, ne? Aber diese Abstürze, wenn er dann hängen bleibt, das ist dann echt öde. Das ist dann richtig öde. So. Da. Da. Ein kurz vom Ziel, weißt du? Das ist ja auch noch traurig. Nächster Halt ist Boldenhagen Ortseingang. Das ist alles doof. Manchmal könntest du Omsi echt in die Tonne kloppen. Irgendwas stimmt mit meinem Verkehrszeichen nicht. Ich habe wahrscheinlich irgendwas überschrieben, was nicht überschrieben werden sollte. Und ach Gott, oh Gott, da muss ich mich auch mal drum kümmern. Das geht gar nicht. Ich will meine richtigen deutschen Verkehrszeichen haben. Ja. Ach nee. Ja, ne? Da hast du wirklich im Train Simulator mehr Glück. Man braucht zwar sehr viel Scheiße, ja. Es ist unfassbar, aber es läuft deutlich besser als Omsi. Beim Train Simulator weißt du einfach, ja.
kann nicht abstürzen. Riese. Ja, dann machen wir eine Ehrenrunde. Tut mir leid, Kollege, aber wir haben jetzt zu spät auf dem Navi geguckt. Weißt du, da meckern die Fahrgäste nicht, ne? Aber wenn du zu schnell über die Kurve fährst oder so, oh, da fangen sie an zu meckern. Aber hier so ein Wupp, 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 ne? Da meckern sie nicht. Gottes Willen. 30er-Zone, Umweltzone auch noch. Ach Gott, dazu auch noch was für die Umwelt hier ist. Ist ja unfassbar. So. Ach nee. Das ist heute schon mal lustig, ey. Guten Tag. Ist immer, dass er keine automatische Haltestelle mehr im Leiter ist. So. Nächster Halt ist Boldenhagen in Mitte. Ja, vielleicht hat jemand ja sogar eine Lösung, woran es liegen kann mit dem Maibaum. Oder die anderen Error-Meldungen. Vielleicht hat da jemand irgendwas hingekriegt, wo man sagt, ey, Probleme treten gar nicht mehr auf. Ja. Weil alle Sachen sind ja installiert, aber irgendwie sagt Omsi, nö. Nicht mit mir, mein Freund. Das will ich nicht, das mag ich nicht. Furchtbar. Nächster Halt, Boldenhagen Fähre. Diese Fahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. So. Elite-Friseur. Aha. Läuft. Wird gerade was trinken, ist der? Das ist unfassbar. Ich hoffe nur, dass man mich diesmal besser versteht. Das wäre ja auch noch beschissen, wenn Omsi noch zu laut ist. Jetzt kann ich aber was trinken. Prost. Ah, schön. Uiuiui. So, und hier ist auch die Fähre. Sehr schön. Okay. So. Da alle rumlaufen. Ja. Das war ein sehr schöner Ort hier auf jeden Fall. 200 Meter des McDonalds. Geradeaus. Oh Manfred, das tut mir leid. Wo ist denn hier McDonalds? Total verarsche, ey. Total verarsche. Ist ja kein McDonalds. BMW, Mini, Autohaus, B. Fuchs. Da nicht mehr als 1000 neue gebrochen. 6-mal in der Region. Oh, okay. Ja, der hat sich ja Geld eingeworfen. 120 Minuten, 4 Euro, 2 Euro pro Stunde. Oh. Hat sich aber irgendwie falsch hingestellt, ne? Aber egal. Ja, ne? Warte mal, ich sehe nicht McDonalds. Hm. Naja. So, da haben wir noch einen Leuchtturm, auch sehr schön gemacht.
Also wie gesagt, die Karte kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Es ist halt nur manchmal ärgerlich, wenn dann halt so eine Error-Meldungen kommen und dann Omsi sagt, nee, will ich nicht, mag ich nicht, kannst mich am Arsch lecken, ne? Das ist dann halt, ja, was einen ärgert. Ne? Aber gut, kann man nicht machen, kann man nichts machen. So, ich würde vorschlagen, wir fahren auf die Fähre drauf, ne? Wir fahren auf die Fähre drauf, mal gucken, ob wir drauf kommen. Also, zwei Dinge können passieren. Entweder wir stürzen sie ins Wasser. Oder wir kommen auf die Fähre drauf. Wobei ich glaube, wir stürzen sie ins Wasser. Ja, wir stürzen sie ins Wasser. Das ist ein VIP-Parkplatz, ne? Die Fähre hat nämlich noch eine Unterbucht, ne, für Busse und dann dürfen wir mitfahren, weil guckt mal, passt doch perfekt vom Abstand her, genau unten drunter, ist doch schön. Oh nein, Steven, du bist heute echt ein Arschloch, ey. Ach Gott, aber wäre schon cool gewesen, wenn man drauf fahren könnte. Ah naja, aber was auch richtig geil wäre, wäre so eine Buslinie, wo du wirklich zur Fähre fahren musst und die Fähre muss dich dann zum anderen komischen Dorf bringen, ne? Ich weiß nicht, ob es so eine Linie überhaupt in der Realität gibt, wo du erst zur Fähre musst und dann von der Fähre aus weiter musst. Das weiß ich nicht. Aber es wäre auch cool, aber in Omsi nicht machbar. Ja. Ja, dann würde ich sagen, holen wir mal unsere Auswertung ab. Und die ist bei 100%, das ist sympathisch. Ne? Da kann man sich gut unterhalten. So. Ja, jetzt schaue ich aber trotzdem nochmal in die Logfile, um mal zu gucken, was die Logfile sagt. Jetzt ist nur die Frage, was steht drinne? Steht in der Logfile drinne, dass wir wieder viele Warnungen haben von dem KI-Pack Volume 11? Ja oder nein? Wir werden es jetzt herausfinden. Logfile. 44 KB. Ja, steht drinne. Ja. Da kamen uns einige E-Autos entgegen und man sieht hier schön, dass hier die Sounds fehlen. Da ist irgendwas nicht so ganz koscher. Aber ich habe keine Ahnung, was es sein könnte. Gib ich ehrlich zu. Ich meine, der Pfad AI-Cars bei Sounds. Sounds, AI-Cars und dann Wetline. Sounds. Nee, Rollen. Ist aber vorhanden. Rollen.wave. Allerdings ist hier Rollen klein, groß geschrieben. Ist R. Aber das Wetline, das existiert eigentlich, ne? Ja. Keine Ahnung, woran es liegt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sollte das eigentlich nicht so sein, weil die ganzen anderen Harley-Con-Packs haben eigentlich gar keine Probleme. Gut, beim 1 und 2 weiß ich jetzt nicht, aber zumindest bei den anderen ganzen Packs, die jetzt dieses Jahr rauskamen oder letztes Jahr rauskamen, da gab es solche Probleme nicht. Und hier sind solche Probleme vorhanden. Da wäre es schon nice, wenn man da vielleicht ein Update machen könnte. Weil es ist Omsi, ne? Und wenn Omsi irgendwelche Dinge nicht findet, dann dreht Omsi sowieso am Rad. Es sind zwar nur Warnungen, ja, die sind ja nicht so dramatisch wie Errors, aber trotzdem
Die Logfile schreibt sich dumm und dämlich voll und dann sagt Omsi auch irgendwann mal, ich muss mal nachladen, und sagt dann auch wahrscheinlich irgendwann mal, ich habe keinen Bock mehr, ne? Also da wäre es schon cool, wenn man da vielleicht nochmal ein Update rausbringen könnte. Ja. Ja, was soll ich sagen, außer 45 Minuten Pech und Pan heute. Ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, über Kommentare. Und ja, wenn euch mein Kanal gefällt, gebt ein Abo oder auch nicht. Und wir hören uns das nächste Mal wieder hier in OMSI 2. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und immer positiv denken, ne? In diesem Sinne, ciao, euer Trend OMSI TV.